Was mich Leute wohl am öftesten fragen ist, wie kommt man auf die Idee, eine Chili-Soße zu kreieren? Naja, es war ganz einfach so, dass es mich gestört hat, dass es am Markt keine wirklich guten Chili-Soßen gibt, die vor allem kulinarisch nicht wirklich einsetzbar sind. Und daraufhin habe ich mir kurzerhand gedacht, ja, warum kreierst du nicht deine eigene Soße? Und daraus ist dann Tom's Hot Sauce entstanden. Hi, ich bin der Tommy von Tom's Hot Stuff und wir produzieren fruchtig scharfe Chilisoßen. Sie sind weltweit prämiert. Ich habe eigentlich Pädagogik studiert und bin von Anfang an im Fachel involviert. Da ich Produzent von hochwertigen Lebensmitteln bin, spielt für mich natürlich Nachhaltigkeit eine große Rolle. Nicht nur, dass die Produktion nachhaltig passieren muss, sprich, wir haben Produkte, die sind vegan, allergenfrei, frei von künstlichen Konservierungs- und Farbstoffen. Es ist auch so, dass wir darum bemüht sind, zum Beispiel möglichst wenig Plastik zu verwenden, außer es schreibt uns eben die Hygiene vor, und dass wir auch generell unsere Vertriebswege möglichst nachhaltig führen. Ich bin eigentlich gebürtiger Kärntner, habe in Klagenfurt Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert, bin dann nach Graz und habe auf der Karl-Franzens-Universität meinen Master in Erwachsenen- und Weiterbildung abgeschlossen. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat Pädagogik mit Chilisoßen zu tun? Primär natürlich nicht viel, ja, aber da sich das Studium sehr viel mit Sprache befasst, ich persönlich ein Fan von Sprache und Rhetorik bin, hat mir das Studium eigentlich marketingtechnisch sehr viel für mein Unternehmen gegeben. Ich bin irgendwann nach der Uni mit einem Rucksack voll Chilisoßen in die Stadt und habe meine übliche Runde gedreht und neue PartnerInnen gesucht und bin dann irgendwie auf das Fachel gestoßen und habe mir gedacht, wow, das wäre ein super Konzept. Bin einfach reingestürmt, habe dem Markus meine Soße vorgestellt und ja, sie haben gesagt, wir wollen dich haben. Also primär ist meine Herangehensweise schon immer die gewesen, ich möchte in meinem Leben etwas machen, was mir Spaß macht. Natürlich, wenn man jetzt das Beispiel Chilisoßen hernimmt, man startet mit so etwas nicht, um Geld zu verdienen, das wäre ein wenig illusorisch, aber ich bin der Meinung, wenn ein Mensch wirklich einer Leidenschaft folgt, dann wird er diese auch gut ausüben und im Endeffekt kann dann eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Und ich finde, jeder Mensch sollte seine Ziele verfolgen.